Was ist von dem Streit, um deutsche Schiffe im Mittelmeer zu halten, etwa jüngst der Fall der Sea-Watch 3 mit der Kapitänin-Rakete? Zunächst in Kürze, diese Frau fährt absichtsvoll direkt vor die libysche Küste, um Migranten abzuholen und steuert dann ins ferner liegende Europa. Eine Notlage wurde künstlich herbeigeführt. Weder mit der libyschen Küstenwache wollte man kooperieren, noch die nordafrikanischen Anrainerstaaten anlaufen, darunter das deutsche Urlaubsland Tunesien. Der EuGH hatte ein Recht auf Einlaufen in Lampedusa verneint. Es erfolgte dann doch mit Gewalt gegen die italienische Küstenwache. Das Ganze war ein Akt planvollen Rechtsbruchs zur Schleusung illegaler Migration aus Afrika. Natürlich muss niemand von einem ganzen Kontinent fliehen, einem Erdteil mit sich größtenteils sicheren Staaten. Es handelt sich definitiv nicht um Flüchtlinge. Weder nach Genfer Flüchtlingskonvention noch nach internationalem Seerecht müssen solche Migranten nach Europa transportiert werden. Natürlich provoziert die Präsenz der wartenden Schlepperschiffe erst die Ausfahrt der Boote von Libyen. Diese Leute wissen, gegenwärtig sichert die Aufnahme durch eines dieser Schiffe das Ankommen im Sozialschlaraffenland Europa. Deshalb und nur deshalb machen sie sich auf den Weg. So werden immer mehr Menschen auf die auch gefährliche Fahrt gelockt. An jedem einzelnen Ertrunkenen ist nicht nur dessen persönlicher Wunsch nach Ausnutzung der europäischen Sozialsysteme schuld, sondern auch alle, die diesen Weg ermöglichen, ja begünstigen. Von der deutschen Regierung über die Geldgeber der NGOs im Hintergrund bis hin zu den Tätern in den Schlepperschiffen, die die Leute aufs Meer locken, um ihre Migrationsagenda zu pushen. Bei den einen, vornehmlich Grünen, aus einem amoklaufenden Hass gegen Deutschland, bei anderen naiveren Gemütern aus einem unstillbaren Drang nach pseudomoralischer Selbstüberhöhung. In der Verantwortung nicht zu vergessen, die organisierten Demonstrationen in Deutschland samt der 100% verzerrenden medialen Berichterstattung. Wichtig ist, nur wenn jeder, der sich illegal auf den Weg macht, wieder in sein Herkunftsland oder in ein Transitland zurückgebracht wird, wird die illegale Migration gestoppt, das Geschäft der Schlepper zerstört, das Ertrinken im Mittelmeer beendet. Hinzu kommt noch die verantwortungslose Rolle deutscher Regierungspolitiker, die in unerträglicher Arroganz ihr Gesinnungsrecht dozieren. Das heißt, die Aufhebung der Rechtsstaatlichkeit zugunsten der Agenda einer gesellschaftspolitischen Ideologie, dies noch dazu unter massiver Verbreitung von Fake News, etwa Italien wolle eine Deutsche dafür bestrafen, dass sie Menschenleben rettet. Anders als von Außenminister Maas und etlichen anderen wieder besseres Wissen behauptet, wirft niemand in Italien Frau Rakete Seenotrettung vor oder behauptet, Seenotrettung sei eine Straftat. Die Vorwürfe lauten vielmehr unerlaubtes Einlaufen in den Hafen von Lampedusa, Angriff auf ein Polizeiboot und dessen Besatzung durch versuchtes Rammen sowie Verstoß gegen italienisches Immigrationsrecht. Und auch Innenminister Seehofer, der sonst immer dann zur Stelle scheint, wenn es darum geht, symbolischen Widerstand ohne praktische Auswirkungen zu inszenieren, wie Abschiebeabkommen, die fast niemanden betreffen, betreibt hier das Geschäft der grünen Kanzlerin, wenn es um Grundsatzentscheidungen geht, wie eben etwa das Offenhalten der Mittelmeerroute. Auch Bundespräsident Steinmeier mischt sich in laufende Rechtsverfahren eines anderen Staates ein, sorgt für außenpolitische Verstimmungen, betreibt eine gesellschaftspolitisch einseitig motivierte Nebenaußenpolitik. Außenminister Maas setzt sich für kriminelles Handeln ein, indem er den Tätern die richtige Gesinnung bescheinigt. Der ehemalige Justizminister lässt tief in sein Rechtsstaatsverständnis blicken, das man seit seinem Zensurgesetz ja kennt. Hier verbreitet ein Ex-Justizminister während laufender Ermittlungen Falschbehauptungen noch dazu, wie der einzig mögliche Ausgang des Verfahrens auszusehen habe. Das wäre schon im eigenen Land eine skandalöse Einmischung in die Unabhängigkeit der Justiz. Steinmeier und Maas verbreiten gerne die angeblich alle Rechtsnormen aufhebende Notfall- und Flüchtlingslüge. Italien hätte demnach praktisch seine territoriale Souveränität aufzugeben, also so, wie es in Deutschland eingeübt wird. Wer auf Italiens Staatsgebiet einreist, bestimmten dann deutsche Privatpersonen, notfalls mit Gewaltanwendung, italienische Justizbehörden hätten sich nach Vorgaben aus Deutschland zu richten. Schöne neue Welt der Gesinnungsterroristen. Ein Blick auch in die Zukunft der EU. Für Wirtschaftsmigranten auf der Mittelmeerroute ist Asylmissbrauch in Europa Ziel des Fahrplans. Natürlich wird kein einziger Nigerianer in Libyen verfolgt. In Nigeria gibt es gegebenenfalls innerstaatliche Fluchtalternativen. Schlimmstenfalls ist das Ausweichen in einen Nachbarstaat möglich. Danach handelt es sich nicht mehr um Flucht, sondern ausschließlich um eine private Reise, hier zur Erlangung finanzieller Vorteile durch Vorspiegelung falscher Tatsachen. Man fliehe aus Libyen.
Man will uns glauben machen, diese Migranten hätten ein Anrecht aus Fluchtgründen und zu einer Integration, natürlich gar nicht angezeigt, reiche ein Sprachkurs. Dabei waren diese Leute kaum je in der Schule, können meist nicht mal ihre Muttersprache lesen und schreiben, bezahlen aber Schlepper, um hier auf Steuerzahlerkosten zu leben. Sie ruinieren damit auch ihre Familien vor Ort, anstatt dort zu arbeiten, ein Geschäft zu betreiben und ihren Familien ein Einkommen zu sichern. Und so auch jetzt der jüngste Fall der Alan Kurdi von CI mit weiteren Migranten. Wenn Seehofer wieder besseres Wissen meint, es sei unverantwortlich, dass Schiffe mit geretteten Menschen an Bord wochenlang im Mittelmeer treiben, weil sie keinen Hafen finden, so fordert Salvini Deutschland zu Recht auf, den Schiffen die deutsche Flagge zu entziehen, die Menschenhändlern und Schmugglern helfen und deutsche Bürger, die italienische Gesetze missachten, zurückzuholen. Hier und von der Alex wird Deutschland nun 15 bis 20 Migranten übernehmen, jeweils. Das heißt, Seehofer hat schon wieder doppelt so viele Leute hereingeholt, wie er mit seiner harten Linie, Rücknahmeabkommen, seit letztem Jahr herausbekommen hat. Wir lernen, Schlepperei ist Teamwork. Nach Sea-Watch und CI kommt Seehofer. Die einzige nationale Kraftanstrengung, die es gab, war die der Wählertäuschung. Die Zahlen hingegen zeigen den Erfolg des italienischen Ansatzes. Im ersten Halbjahr 2019 sind nicht nur 85% weniger Migranten in Italien angelandet als im Vorjahrszeitraum, die Zahl der Toten ging um 60% zurück. Nur wenn der Shuttle-Transfer nach Europa unterbunden wird, beziehungsweise in sichere nordafrikanische Staaten oder heimwärts führt, werden keine falschen Anreize gesetzt. Nur das ist eine zugleich rechtsstaatliche wie humane Politik. Jetzt Kanal abonnieren und nicht vergessen, Benachrichtigungen aktivieren.